Weil gestern gab es in der Hinsicht einige Probleme. Deswegen möchte ich sicher sein, dass ihr mich hören könnt. Das wäre gut, wenn einer von euch mir ein kurzes Feedback geben kann, dass er mich gut hören kann. Dann kann ich auch mit meiner Lektion für heute beginnen. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Elisabeth Peetz. Ich bin die beste deutsche Schachspielerin. Und seit einem Monat bin ich hier aktiv auf chess.com und mache 4 Livestreams pro Monat, 2 meistens mit Blitzschach und 2 mit verschiedenen Themen. Oftmals die Partieanalyse, aber auch oft andere Sachen. Und heute habe ich mir überlegt, mal etwas anderes zu machen und nicht eine Partie von mir zu zeigen, sondern eine klassische Partie zu zeigen, die schon sehr, sehr alt ist. Und zwar eine Partie von Aljechin gegen Yates. Und ja, bevor ich mit der Partie beginne, ich habe mir diese Partie ausgesucht, weil sie sehr strategisch sehr interessant ist und ich denke, für das für allgemeine Schachverständnis doch effektiv. So, ich fange mal mit der Eröffnungsphase an. Aljechin hatte Weiß und er spielte gegen Yates. Und Aljechin, weiß jeder, war einer der Weltmeister und Yates war aber auch zu der damaligen Zeit einer der stärksten Spieler der Welt. Nicht so stark natürlich wie Aljechin, aber der Name Yates war auf jeden Fall früher bekannt gewesen. D4, Springer F6, C4, E6, Springer F3, D5, Springer C3. Das ist so eine Art Damengambit. Aber ich will jetzt nicht auf die Eröffnungsphase so stark eingehen, weil früher waren die Eröffnungen im Bezug, im Gegensatz zu heute nicht wirklich so tiefgründig. Läufer G5, Rochade E3 und Springer BD7. Turm C1. Wie gesagt, ich möchte nicht sehr tief hier auf die Eröffnung eingehen, sondern erst dann, wenn das Mittelspiel sozusagen beginnt. Ups, sorry, ich habe mich verdrückt. Moment. C6, Dame C2, Turm E8, Läufer D3 und hier wurde geschlagen auf C4, Läufer C4 und der Zug hier war Springer D5. Ich bin nicht sicher, was hier die aktuelle Theorie sagt, um ehrlich zu sein. Ich vermute, dass Springer D5 nicht der optimale Zug hier ist, sondern ich würde eher denken, man sollte versuchen, mit mittels vielleicht Dame C7 und E5 sein Spiel zu finden oder aber auch den Vorstoß C5 zu planen. Springer D5 gefällt mir ehrlich gesagt etwas weniger. Jetzt kann man in der Partie Springer D5. Hier wurde Springer E4 gespielt. Dieser Zug macht Sinn. Er deckt den Läufer auf G5. Das heißt, würde jetzt hier auf G5 geschlagen werden, dann könnte ich eventuell, jetzt müsste ich überlegen, mit welchem Springer man wieder schlägt. Aber selbst Springer schlägt G5 wäre sehr unangenehm. Jetzt würde Matt, nicht Matt auf H7, also würde Dame schlägt H7 drohen. Und nach zum Zug wie Springer F6 zum Beispiel käme Springer E5 und dann würde der F7 hängen und das ist doch schon sehr vorteilhaft für Weiß. In der Partie kam F5 und jetzt natürlich, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Ich weiß es nicht, ich habe bis jetzt noch kein Feedback bekommen, ob man mich gut hören kann oder nicht. In der Partie kam F5 und meine erste Frage an euch, wenn ihr denn aktiv auch hier dabei sein wollt, wäre natürlich, was ihr von dem Zug F5 allgemein haltet. Jegliches Feedback wäre erwünschenswert. Ist F5 ein guter Zug, ein schlechter Zug oder ein normaler Zug? Oder was haltet ihr von dem Zug F5? Das ist jetzt meine Frage. Wenn ich keine Antwort in der nächsten Minute bekomme, werde ich selbst etwas natürlich zu dem Zug F5 sagen. Der Zug F5, bis jetzt kommt nichts vom Chat leider bezüglich des Zuges F5. Aber wenn man jetzt den Zug F5 betrachtet, sieht man, dass der Bauer auf E6. Folger, ja, der macht den Königsflügel auf, aber das Problem des Bauernzugs F5 ist natürlich, er möchte F5 machen, um eventuell Ideen mit Läufer schlägt E7 und Springer G5 zu verhindern. Aber das Problem an dem Zug F5 ist natürlich, dass das Feld auf E5 extrem schwach wird. Und rein positionell gesehen
ist der Zug F5 ein sehr schlechter Zug, weil das Feld eben auf E5 sehr schlecht dabei wird. Aber damals eben, diese Partie ist über 50 Jahre alt, wenn nicht sogar noch länger, waren so viele strategische und positionelle und andere Sachen überhaupt nicht bekannt, weil es noch nicht so viele Bücher gab. Und zumindest rein taktisch gesehen löst der Zug F5 natürlich die Probleme in Bezug auf, dass der König auf G8 keine Angst haben muss vor irgendwelchen Manövern mit Springer G5. Aber natürlich, das Feld E5 ist extrem schwach dadurch geworden. Es kam Läufer schlägt E7. Es macht hier auch Sinn, die schwarzen Läufer zu tauschen, weil der schlechte Läufer in der schwarzen Position ist der Läufer auf C8 und die schwachen Felder sind die schwarzen Felder. Das wiederum heißt, es ist günstig, den schwarzfeldigen Läufer zu tauschen, weil dadurch die schwarzen Felder natürlich noch schwächer werden. Und wenn man jetzt eben mal so allgemeine Fragen sich stellt in der Mittelspielphase, ist es natürlich wichtig zu verstehen, welche Figuren sollten wir überhaupt nach F5 versuchen mit Weiß zu tauschen und welche sollten wir versuchen nicht zu tauschen. Und rein vom Logischen her wäre die Idealvorstellung, wenn wir jetzt alle Leichtfiguren vom Brett nehmen, am Ende mit einem Springer zum Beispiel auf F3, mit einem Läufer auf C8 übrig zu bleiben, weil der Springer geht dann nach E5 und der Läufer auf C8 ist womöglich die schlechteste Leichtfigur, die Schwarz überhaupt haben kann. Es kam eine Partie Läufer E7, Dame E7 und Springer D2. Und jetzt kam wieder ein Zug, der natürlich, ja, wie gesagt, zur Dame, ich weiß es nicht, ob ich jetzt den Vorwurf machen sollte, dass der schwarze Spieler vom Positionsverständnis wenig Ahnung hat, oder aber auch der Vorwurf, den einfachen Vorwurf machen sollte, dass man damals nicht zu viel Lehrbücher über Positionsverständnis hatte. Es kam in der Partie B5. Und B5 ist natürlich wieder ein positionell katastrophaler Zug, weil er schwächt nicht nur den Bauern auf C6, sondern auch das Feld auf C5. Und jetzt ist die erste Frage für mich nach B5. Was würdet ihr machen? Es gibt vier Möglichkeiten. Läufer D3, Läufer B3, Läufer E2 oder Läufer schlägt D5. Ihr habt die Qual der Wahl und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu irgendetwas sagen könntet. Was würdet ihr in der Partie hier spielen? Ich warte jetzt eine Minute ab, bis ich hoffentlich eine Antwort bekomme, was man machen würde. Nach dem Zug B5. Was wäre rein positionell der logischste Zug? Oder was würdet ihr in eurer Partie einfach spielen? Ja, dieser Stream hier ist auf Deutsch und ausschließlich auf Deutsch. Ich kann natürlich die Sprache wechseln. Auch Russisch wäre möglich. Aber wie gesagt, ich bin leider dazu verpflichtet, auf Deutsch zu sprechen. Jetzt nochmal die Frage, der letzte Zug von Schwarz war B5. Was würdet ihr spielen? Läufer schlägt D5, Läufer B3, Läufer D3 oder Läufer E2? Es sind vier verschiedene Möglichkeiten. Ein Zug ist objektiv gesehen der stärkste, weil er auch positionell komplett begründbar ist. Aber auch andere Züge sind sicherlich nicht schlecht. Da ich bis jetzt aber keine Antwort bekomme, werde ich wohl mit der Lösung rausrücken müssen. Nach B5 ist der schlechte Läufer D3 ist natürlich möglich, aber wenn man sich die Stellung anguckt, ich habe jetzt eine Antwort mit Läufer D3 bekommen, ist es folgendermaßen hier. Man hat jetzt eine typische Mittelspielstellung und man überlegt manchmal im Mittelspiel, ist es eine gute Sache, sich zu fragen, welche Leichtfiguren sollte ich als Weißer behalten? Und welche Leichtfiguren sollten idealerweise der Schwarze behalten? Und wenn man sich jetzt alle Figuren anguckt, sieht man, der Läufer auf C8 ist natürlich die schlechteste Leichtfigur überhaupt, weil er praktisch ist der weißfältige Läufer auf C8 und die Bauern stehen auf C6, E6, F5, B5, also alle auf Weiß. Das heißt, wenn man den Läufer auf C8 behält und dafür mit Weiß natürlich ein Springer auf F3 zum Beispiel idealerweise behält, dann wäre das ein Traum, weil der Springer dann nach E5 kommt und den weißfältigen schwarzen Läufer komplett dominieren würde. Und aus diesem Grund ist hier der Zug Läufer schlägt D5 relativ leicht zu verstehen.
Ich verbessere nicht wirklich die Bauernstruktur von Schwarz. Geringfügig, weil natürlich der Bauer auf C6 war rückständig und der schlägt mit D5 Richtung Zentrum. Aber das Feld E5 und das Feld C5 sind immer noch extrem schwach. Und der Läufer auf C8, der wird immer noch nicht zum Spiel finden, weil immer noch durch die eigenen Bauern E6, B5, D5 blockiert ist. So, nach Läufer D5, CD5 ist natürlich jetzt zu überlegen, wie sollte Weiß das Spiel weiter fortsetzen. Und eins der logischen Sachen wäre natürlich idealerweise, wie ich bereits gesagt habe, die letzte starke Leichtfigur des Schwarzen ist der Springer auf D7. Das heißt, wenn wir schaffen, noch den Springer auf D7 mit unserem Springer zu tauschen und am Ende zum Beispiel einen wunderbaren Springer auf E5 gegen einen schlechten Läufer auf C5 zu behalten, dann ist das im positionellen Sinne bereits komplett verloren für Schwarz. Ich ist schwierig zu erklären, warum, aber glaubt mir, wenn dieser Springer auf E5 gegen den Läufer auf C8 ist es positionell gesehen im höheren Sinne bereits für Schwarz verloren. In der Partie kam Rochade, okay, das macht Sinn, sich zu entwickeln, A5. Und jetzt natürlich ist es an der Zeit, was würdet ihr hier spielen? Das ist extrem wichtig, weil der Zug A5, genau, Springer B3, C5 ist extrem wichtig, weil wenn jetzt Weiß pennen würde, würde im nächsten Zug von Schwarz A4 kommen und dann schaffe ich Springer B3, C5 nicht mehr. Deswegen ist nach A5 extrem wichtig, natürlich Springer B3 zu spielen, mit der Idee Springer C5 den Springer auf D7 abzutauschen und dann auf die schwarzen Feldern und auf die C-Linie, die wir bereits im Griff haben. Wäre da nicht besser B4 gewesen statt Rochade? Also, wann B4? B4 als Weißer oder B4 als Schwarzer? Also als Weißer B4 kommt Dame schlägt B4, das macht keinen Sinn. Als Schwarzer B4 hatte er keine Zeit zu. Er hatte erst B5 gemacht, es kam Läufer D5, C5 und jetzt kam Rochade. Und wenn jetzt B4 als Schwarzer kommt, ich glaube, du hast recht, B4 ist bestimmt stärker als der Zug A5. Weil natürlich der Läufer nach A6 streben würde. Aber ich glaube auch hier, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich machen würde. Hier zum Beispiel wäre es interessant, einen prophylaktischen Zug zu machen. Und zwar den prophylaktischen Zug eventuell mit Dame C6. Der verhindert den Zug Läufer A6, greift den Turm auf A8 an. Das heißt, höchstwahrscheinlich sollte er Turm B8 spielen. Und jetzt Springer B3. Der Läufer schafft es immer noch nicht, auf die Diagonale C8, A6 zu kommen. Das heißt, auf B7 stört er uns nicht. Zum Beispiel Läufer schlägt Läufer B7, könnten wir mit Dame A4 beantworten. Und jetzt hängt sogar der A7-Bauer. Und im nächsten Zug haben wir immer noch Springer C5 und wir schaffen unseren Plan. Plus, dass der Bauer auf B4 eine riesengroße Schwäche ist und eventuell bedroht ist, genauso wie der Bauer auf A7. Also B4 ist verständlich natürlich, aber er würde das Problem von Schwarz nicht lösen, denn die zwei größten Fehler, die Schwarz bis zu diesem Zeitpunkt begangen hatte, war der Bauernvorstoß F5 und der Bauernvorstoß B5. Und für diese beiden Bauernvorstoße wurde Yates in seiner Partie unglaublich böse bestraft. Es kam Rochade, A5 und Springer B3. Das ist völlig richtig, weil sonst würde A4 kommen und ich schaffe Springer B3 nicht mehr. A4 kam trotzdem, Springer C5 und es wurde auf C5 geschlagen. Jetzt ist das Mikro zu laut und gestern war es zu leise. Das ist interessant. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich machen soll, weil wie gesagt, gestern hieß es, ich war zu leise. Jetzt heißt es, ich bin zu laut, aber ich werde mich einfach vom Mikrofon etwas entfernen. Dann sollte es, denke ich, besser sein. Ist es jetzt besser mit der Lautstärke? Ein kurzes Feedback. Okay. Alles klar. Ich habe jetzt das Mikrofon von mir etwas entfernt. Das sollte jetzt besser sein. Ja, aber gestern hieß es bei einigen leider, es war zu leise und jetzt ist es zu laut. Das macht es natürlich nicht leichter. Aber ich habe das Mikro jetzt von mir etwas entfernt. Ich denke, das sollte in Ordnung sein. So, in der Partie kam Springer, schlägt C5. Jetzt ist die Frage an euch. Dame schlägt C5 oder DC5? Was würdet ihr machen in der Partie? Was denkt ihr, ist die richtige, wäre die richtige Antwort hier?
Ja, ich bin jetzt vom Mikrofon etwas weg. Ich war das letzte Mal etwas näher dran. Jetzt habe ich das Mikrofon weggetan. Das sollte es okay sein. So, die Frage lautet jetzt Dame C5 oder D schlägt C5? Was würdet ihr machen? Es gibt für beide Sachen logische Erklärungen, aber einer der beiden Züge ist meines Erachtens wesentlich stärker. Ich werde auch erklären, warum. Aber es ist vielleicht auch eine Sache vom Geschmack und auch eine stilistische Sache, wobei natürlich, ich denke, ja, der Milchtrinker sagt es korrekt, Dame schlägt C5 ist stärker. Ich will nicht sagen, dass D schlägt C5 ist kein Fehler, aber man muss überlegen hier, nach DC5 hat man einen Freibauern, aber man verliert die Kontrolle der C-Linie, die ja komplett dem Weißen überlassen ist, plus dass nach DC5 die Bauernschwäche eventuell auf B5 und E6 schlechter auszunutzen ist und das Feld auf E5 kein festes Feld mehr ist, weil der Bauer auf D4 natürlich das Feld auf E5 unterstützt. Aber nach DC5 ist der Springer auf E5 ein kleiner Wackelkandidat. Natürlich kann er mit F4 gestützt werden, aber das wiederum schafft vielleicht eine Schwäche auf E3. Aber Dame schlägt C5 ist wesentlich genauer, weil ich behalte die C-Linie, ich behalte auf jeden Fall die absolute Kontrolle über das Feld E5 und natürlich die Bauernschwäche auf B5 ist ein weiterer Aspekt und wenn ich die C-Linie behalte, kann ich auch viel leichter den Bauern auf E6 angreifen. Und diese drei Argumente sozusagen sind im Gegensatz zur D schlägt C5 doch, denke ich, wie sagt man so schön, überzeugender, weil eben hier nach Dame C5 ich, wie gesagt, die C-Linie behalte, dass die Kontrolle des Feldes E5 behalte und natürlich auch der Bauer auf B5 eine Schwäche bleibt. Es kam Dame C5 und jetzt konsequenterweise auch Turm schlägt C5. So, jetzt überlegen wir mal, wir haben jetzt praktisch so eine Art, hallo allerseits, so, wir haben jetzt eine Art Endspiel erreicht. Wir haben den Turm auf der C-Linie. Wir müssten jetzt überlegen, wie werden wir dieses Endspiel versuchen, in einen Sieg umzuwandeln. Und dafür natürlich heißt es nicht nur, wir haben Kurzzeitpläne, sondern wir müssten einen Langzeitplan sozusagen verwirklichen. Okay, wir wissen, der Springer gehört nach E5. Wir wissen, dass der andere Turm von F1 nach C1 gehört. Das ist alles klar, dass wir das wissen. Aber es ist oftmals so, dass eine Schwäche nicht ausreichend für den Sieg sein sollte. Das heißt, es kann sein, dass wir auch noch am Königsflügel eine Schwäche schaffen müssen, um am Ende sozusagen den Sieg zu verwandeln. Aber wir gucken erstmal, wie es weiterkam. Es kam hier B4, Turm FC1. Das sind wie gesagt logische Züge, Läufer A6 und Springer E5. Ob ich jetzt mit Springer E5 oder Turm FC1 anfange, das ist völlig irrelevant, weil es ändert, wie gesagt, nichts an der Stellung. So, angenommen, er hat hier in der Stellung kam Turm B8. Natürlich werden sich einige fragen, warum hier nicht Turm EC8 gespielt wurde. Vielleicht kann mir jemand sagen, warum hier nicht Turm BC8 gespielt wurde. Warum geht der Zug Turm BC8 nicht? Der wäre natürlich viel logischer, weil ich könnte zumindest auf der C-Linie, genau, das Springer C6 ist richtig, weil nach Springer C6 gibt es die Doppeldrohung mit Schlagen auf B4 und Springer auf E7 und man verliert einfach einen Bauern. Das ist völlig richtig. Man könnte zum Beispiel erst schlagen, alles und Springer C6, das ist das Einfachste. Und man gewinnt entweder Springer schlägt B4 oder Springer E7 Schach und man gewinnt einen Bauern und damit eigentlich auch die Partie. Weil das wäre natürlich für Schwarz wünschenswert gewesen, den Turm auf C8 zu stellen, statt den Turm auf B8. Aber er hat gesehen, er verliert dabei einen Bauern, also hat der Turm B8 gespielt. So, es kam Turm B8, aber jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt eine ideale Stellung des Turms auf C5. Wir könnten auch sagen, wir haben eine ideale Stellung des Turms auf C1. Wir haben einen Superspringer auf E5. Aber wie ihr wisst, im Endspiel, das vergessen immer sehr, sehr viele Spieler, im Endspiel gibt es auch etwas wie einen König, der mitspielen sollte. Und wenn alle Figuren erstmal perfekt stehen,
ist es nicht so, dass wir jetzt irgendetwas übereilen müssen, sondern im Endeffekt, wenn man jetzt überlegt, was kann Schwarz eigentlich machen? Er kann eigentlich seine Stellung gar nicht verbessern. Aber wir können die Stellung verbessern, indem wir systematisch sozusagen unsere Figuren verbessern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sollte Weiß hier weiterspielen? Was wäre hier zum Beispiel ein vernünftiger Plan? Gut, man kann natürlich sowas wie Turm C6 machen, aber Turm C6 wird dich nicht weiter voranbringen, wegen zum Beispiel Läufer C8. Ja, es kam einmal der Vorschlag F4 und der Vorschlag F3. Jetzt möchte ich wissen, die Idee ist in beiden Fällen richtig. F4 oder F3 ist gut, aber einer von den beiden Zügen ist eigentlich extrem, eigentlich falsch positionell und einer ist korrekt. Warum nicht? Warum F3 oder F4? Das ist die Frage. Was würdet ihr machen? F3 oder F4? Beides mit der Idee, den König nach F2 zu spielen. Aber warum ist einer von beiden Zügen eigentlich. Ja, F4 ist falsch. Richtig. Also Herr Lutschek hat es gesagt, F4 ist falsch, weil wenn ich F3 spiele, habe ich zumindest später mal die Möglichkeit, eventuell König F2, König G3, König F4. Und eventuell ganz später mal den König nach E5 zu spielen, um dann den Bauern auf E6 anzugreifen. Spiele ich aber F4, ist mir diese Option verwehrt. Natürlich könnte man sagen, nach F3 kommt ein Zug wie G5. Aber wenn du G5 spielst, könnte ich vielleicht später mal König F2 machen und H4. Nach GH4 kommt Turm H1 und dann auf einmal bist du am Königsflügel extrem schwach. Und deshalb ist F3 wesentlich stärker hier als F4, weil es mir die Option lässt, mit dem König eventuell später über G3 nach F4 zu kommen. In der Partie kam F3, B3. Die nächste Frage: Wie sollten wir hier nach B3 reagieren? Wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten: A3 oder A schlägt B3. Was denkt ihr? Was sollte man hier spielen für Weiß? Warum A3? A3 ist richtig. Mit welcher Begründung A3? Stimmt, wurde gerade dieser Vorschlag gegeben, nach F4 kann man E4 nicht mehr spielen. Wobei ich glaube, E4 braucht man wahrscheinlich gar nicht für Weiß. Weil im Endeffekt, wenn ich E4 mache, mache ich nur die Diagonale A8, H1 auf. Aber eventuell könnte ich G4 gebrauchen. Mit G4 öffne ich keine wichtige Diagonale für den Läufer auf A6, aber natürlich, ich mache die schwarze Königsstellung um einiges schwächer. A3 ist richtig, einfach mit der logischen Begründung, nach A schlägt B3 öffne ich eine Linie für den Turm und gebe dem schwarzen Gegenspiel. Nach A3 hat er absolut null Gegenspiel. Das ist richtig. Es kam H6, König F2 und König H7. So. Jetzt ist die Frage, wie sollte es weitergehen? Wie sollten wir hier weiterspielen? Was wäre eine Möglichkeit, hier die Stellung systematisch und einfach zu verbessern? Natürlich gibt es hier viele Züge, die interessant sind. Ich möchte nicht sagen, dass Turm C7 nicht geht oder irgendwie Turm C6, aber Aiechen war. König G3 ist auch in Ordnung, aber Aiechen war ein Freund wahrscheinlich von strukturellen Maßnahmen, könnte man so sagen. Turm C7 kam in der Partie kurioserweise nicht, wobei natürlich Turm C7 auf jeden Fall kein verkehrter Zug ist. Wobei Turm C7 jetzt, vielleicht könnte Turm C7 in dem Fall hier mit Turm C8 beantwortet werden und dann bin ich gezwungen, beide Türme zu tauschen und ich habe jetzt nicht diese Doppeldrohung mit Springer C6. Und vielleicht ist das der Grund, warum er hier nicht Turm C7 gespielt hat. Er hat einen Zug gemacht, der eher strukturell erklärbar ist. Und zwar, er hat hier in der Partie G4 ist möglich, aber. Wie gesagt, nicht nötig bis jetzt. Wenn man sich die Bauernstruktur G7 und H6 anguckt, dann lächelt es einen an, den eigenen Bauern nach H5 zu spielen
und eventuell später mit Springer G6 und irgendwelchen Mattmotiven den König auf H7 zu ärgern. Er hat H4 gespielt. H4 ist nicht nur prophylaktisch, vielleicht gegen G5, weil wenn er G5 macht, öffnen sich die C-Linie und die H-Linien, das überlebt er nie. Ja, Springer D3, C5 als Idee wäre drin, aber zurzeit ist das nicht so leicht, weil der Läufer auf H6 die Diagonale A6, F1 deckt. Aber H4 macht Sinn, ich verbessere weiterhin meine Stellung, ohne dass mein Gegner irgendetwas dagegen unternehmen kann. Turm F8 kam. So, und jetzt, was würdet ihr jetzt machen nach Turm F8? Was droht Turm F8? Droht er was oder droht er nichts? Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwelche Sachen gibt, die hier gefährlich sein sollten für Weiß, aber man könnte natürlich immer sehr prophylaktisch versuchen zu spielen und absolut gar kein Gegenspiel für den Weißen zuzulassen. Ja, er droht F4, das ist richtig. Es ist eine Drohung, die ist jetzt nicht unglaublich gefährlich, aber sie ist unnötig zuzulassen. Und wenn man das weiß, was sollte man als Weißer am einfachsten antworten? Wenn ich G3 spiele, habe ich zwar F4 verhindert, aber ich schaffe es nicht, mit meinem König eventuell später Richtung Zentrum G3, F4, E5 zu marschieren. Und das wäre sehr schade, weil der König auf E5 zum Beispiel auch eine Funktion erfüllt, und zwar den Bauern auf E6 anzugreifen. Wenn man selbst F4 spielt, dann hat man auch die Möglichkeit, nicht mehr über G3, F4 und E5 zu gehen. Das heißt, wenn wir haben jetzt G3 ausgeschlossen, wir haben F4 ausgeschlossen, es gibt eigentlich nur noch einen logischen Zug, der F4 verhindert und die Stellung verbessert. Und welcher ist das? König G3, der Milchtrinker hat recht. König G3 ist super leicht zu erklären. Im nächsten Zug möchte ich König F4 spielen. Wenn jetzt G5 kommt, wie gesagt, dann werde ich schlagen auf G5 und eventuell Turm C7 spielen, gefolgt von Turm H1, und du schaffst es nicht, Turm H7 zu verhindern und du wirst matt gesetzt auf der siebten Reihe. H5 sofort wäre möglich, aber lässt den Zug F4 zu und das wollte Aljechin nicht. Ich möchte nicht sagen, dass F4 irgendwelche großartigen Probleme für Schwarz löst, aber man muss, wie gesagt, überhaupt. Erst wenn man eine überlegene Stellung hat und sehr viel Zeit hat, sollte man vermeiden, irgendeine Art von Gegenspiel zu verhindern. Das wäre, wie gesagt, schon extrem wünschenswert, das zu verhindern. Und deswegen hat Aljechin hier einfach König G3 gespielt. Es folgte Turm FB8. Und jetzt hat er sich entschlossen, mit Turm C7 langsam Druck auf der siebten Reihe zu machen. In der Partie kam Läufer B5. Jetzt ist natürlich die Frage nach Turm C8. Wie sollte man hier weiter reagieren? Wie würdet ihr hier nach Turm C8 in der Partie fortsetzen? H5 ist natürlich eine Überlegung, aber er hat sich hier gedacht, er ist sehr konkret und rechnet einfach aus, wie ist das Endspiel von Springer und Läufer und werde ich einen Bauern gewinnen oder nicht. Man sollte auch bedenken, mein König steht jetzt auf G3 und ist damit vom Feld E5 deutlich näher, als wenn der König noch, als wenn der König noch auf F2 gestanden hätte. Aber man könnte einfach wegnehmen, wegnehmen. Wegnehmen, wegnehmen und König F4. Und im nächsten Zug entweder Springer D3 oder Springer D7, je nachdem, ob der Läufer auf C8 zieht. Also wie gesagt, nach Läufer A6 kommt auch Springer D7 mit der Idee Springer C5 und du schaffst es, wie gesagt, nicht, den A4 und E6 rechtzeitig zu decken und du gewinnst einfach einen Bauer entweder auf E6 oder auf A4 und die Partie ist damit eigentlich vorbei. Das ist der Grund, warum Turm C8 jetzt in der Stellung mit dem König auf G3 nicht mehr funktioniert, weil ich schnell genug auf E5 bin und damit hast du keine Gelegenheit, den Bauern E6 bzw. den Bauern A4 zu retten. Deswegen kam in der Partie Läufer B5. Jetzt kommt wieder ein sehr schöner prophylaktischer Zug. Er spielte hier Turm C5.
Die Idee von Turm C5 ist, wie gesagt, es ist nicht so, dass Turm C8 funktionieren würde, aber er verbessert einfach seine Turmstellung von C1. Er spielt den Turm nach C5 und damit ist der Turm auf B8 jetzt auf einmal auf den gebundenen Läufer auf B5 zu decken. Und mein nächster Plan ist, wenn du jetzt Schwarz angenommen einen nichtssagenden Zug machen würde, mache ich Turm E7. Du hast keine Möglichkeit, so richtig den E6 zu decken, außer Turm A6, gefolgt von Turm C7 und ich mache dich auf der G-Linie, also auf der siebten Reihe einfach platt. Es kam deshalb Läufer A6, damit der Turm auf B8 nicht gebunden ist. Und jetzt kam Turm C6. Wieder ein kleiner, feiner Zug. Wie gesagt, der Läufer auf B5 hat das Feld auf C6 abgegeben, indem er Läufer A6 gespielt hat. Und jetzt nach Turm C6 ist er damit beschäftigt, den Bauern E6 zu decken. Das hat er gemacht mit Turm E8. Jetzt natürlich hat Schwarz gar keine Zeit mehr, irgendwie mit Turm C8 einen Turm zu tauschen. Und deswegen werde ich jetzt einfach mein Spiel fortsetzen. Und das könnte ich mit zwei verschiedenen Zügen. Das ist austauschbar. Er hat König F4 gemacht, aber ich glaube, genauso stark ist der Zug H5. Es kam bei der Partie König F4, König G8 und jetzt H5. Die Idee von H5 ist natürlich, okay, man fixiert nicht nur die Schwäche G7, sondern eventuell bereitet auch ein Zug wie Springer G6 vor, gefolgt von König E5 und dann werde ich langsam den E6 Bauern mir abholen. Läufer F1. Was würdet ihr nach ein Zug wie Läufer F1 spielen? Ihr müsst euch ja so vorstellen, ihr habt eine überlegene Stellung. Und wenn man eine überlegene Stellung hat, ist es unnötig, irgendwelche Züge zu spielen, die euch dazu zwingen würden, Varianten zu berechnen. Und so ein Zug wie Läufer F1 ist einfach ein Zug, der sagt, okay, ich habe sowieso keine Idee mehr. Ich spiele einfach einen Zug und hoffe, dass mein Gegner mir irgendeine Art von Gegenspiel erlaubt. Genau. Hier ist natürlich unnötig. Ein Zug wie G4 ist komplett unnötig, aber G3 zeigt dem Gegner einfach, okay, ich lasse dich weiter leiden, weil du hast sowieso kein Gegenspiel. Nach G4 müsste ich anfangen zu rechnen mit FG4 gefolgt von Turm F8 Schach. Völlig unnötig. G3 löst alle meine Probleme und beseitigt die Probleme natürlich von Schwarz überhaupt nicht. Läufer A6 kam. Und hier folgt in der Partie Turm F7. Bereitet die Batterie auf der siebten Reihe mit Turm C7 vor. Falls jetzt zum Beispiel Turm F8 käme, dann würde ich einfach schlagen und Turm schlägt E6 spielen. Das würde, wie gesagt, nichts mehr helfen. Deswegen kam in der Partie König H7. Jetzt natürlich Turm C7 und Turm G8. Und jetzt liegt es an euch, mir zu sagen, wie wir die Partie hier beenden würden. Jetzt haben wir eigentlich fast alles erreicht, bis auf den absoluten Totschlag. Und der absolute Totschlag ist, ja, der wird eingeleitet mit Springer D7, droht Springer F6 Schach, das ist richtig. König, ups, 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 ich habe mich verdrückt, Moment. König H8 folgte nach Springer D7. Wie geht es jetzt weiter? Wie gewinnt hier Weiß am einfachsten? Es gibt einen Lag, aber meine Internetverbindung ist eigentlich gut. Springer F6 ist richtig, weil ich kann nicht nehmen auf F6 wegen Turm H7. Also spiele ich Turm F8. Und was? Wie beende ich jetzt die Partie? Ihr müsst ja berechnet haben, nach Springer F6 kommt Turm F8. Wie geht's jetzt weiter? Ah, okay, ich hab's verstanden, ja. Aber ich weiß nicht, woran der Lag liegt.
Gut, Turm schlägt G7, dann müsstet ihr mir aber auch sagen, nach Turm schlägt G7, wie würdet ihr nach Turm schlägt F6 reagieren? Ihr verliert ja erstmal einen Springer. Springer C5 übrigens wäre auch bestimmt eine Möglichkeit gewesen, aber diese Variante, die Herr Ajechin sich ausgesucht hat, die ist wesentlich eleganter. Jetzt ist natürlich die Frage, Turm schlägt G7, okay. Also Turm G7, Turm schlägt F6, Turm H7 Schach, König G8 und dann? Turm G7 Schach, Turm H7 Schach, aber Moment. Also wir fangen an mit Turm schlägt G7, Turm schlägt F6, der nächste Zug. Richtig, der Milchtrinker hat recht und zwar gewinnt das hier folgendermaßen. Turm schlägt G7, Turm F6 und einfach König E5. Und du hast keine Möglichkeit, den Turm auf F6 zu decken. Kommt Turm F8, egal welcher, wird matt gesetzt auf G7. Ja, und damit ist eigentlich die Partie ist hier an der Stelle vorbei. Du hast keine Möglichkeit, den Turm auf F6 zu decken. Und gleichzeitig Turm H7, König G8 und Turm G7 matt zu verhindern. Und das war sozusagen die Partie oder das Ende der Partie. Und das war eine sehr saubere Partie. Und wenn man jetzt zusammenfassen kann, die Merkmale dieser Partie war eigentlich in der Hinsicht für mich war es eine der beeindruckendsten Partien von Ajechin, weil einfach diese Technik im Endspiel absolut sauber war. Er hat den Gegner kein Gegenspiel gelassen. Er hat die Ziellinie komplett ausgenutzt. Er hat die richtigen Leichtfiguren getauscht. Und er hat systematisch seine Stellung verbessert, ohne jegliches Gegenspiel für den Gegner zuzulassen. So. Das war jetzt die Partie, die ich euch zeigen wollte. Aber ich muss mal gucken, wo man jetzt hier. Für die letzte halbe Stunde möchte ich noch, nein, ich habe die Partie nicht auswendig gelernt, ich habe die Partie als PGN eingespeichert und dadurch konnte ich die Partie zeigen. Aber ich hatte sie nicht auswendig gelernt, nein. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist noch eine Partie, die ich jetzt vor kurzem gespielt habe. Sie ist jetzt nicht so spektakulär wie die Partie von Ajechin gegen Yates, aber zumindest interessant, vielleicht theoretisch für einige von euch interessant. Und früher habe ich die Partie auch nie auswendig gelernt, aber ich habe sie schon mehreren Schülern gezeigt. Ich hatte mal ein Jahr in der Türkei gearbeitet und hatte dort mit sehr vielen jungen Mädels zu tun gehabt. Und unter anderem hatte ich diese Partie damals auch den jungen Mädels gezeigt, weil sie für mich, wie gesagt, eine der spektakulärsten Partien aus technischer Hinsicht her ist. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, das ist, wie gesagt, nicht Yates gegen Ajechin, sondern das ist eine Partie, die ich jetzt, meine letzte Runde in der rumänischen Liga. Da hatte ich Schwarz und ich musste gegen die Alapin-Variante spielen. Und wenn ich gegen schwächere Gegner spiele und gewinnen möchte, dann kann ich jedem empfehlen, die Variante mit D5, E schlägt D5, Dame schlägt D5, D4 und G6. Partien auswendig lernen ist vielleicht eine gute Trainingsmethode, wobei ich muss sagen, wenn ich eine Partie spiele, habe ich sie bis auf wenige Ausnahmen ganz, also genau danach, nach der Partie, kann ich es immer noch nachspielen ohne das Partieformular. Das war für mich nie ein Problem. Außer natürlich, es gibt eine extreme Zeitnotphase und es gibt extrem viele Wiederholungen. Dann natürlich ist es schwierig. Aber wenn die Partie eine normale Partie war, brauche ich kein Partieformular. Und diese Partie zum Beispiel, ich denke, ich habe sie im Kopf. Ich habe sie vor 3 Tagen gespielt oder vor 4 Tagen. Wenn ich sie nicht im Kopf habe, schaue ich nach. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe die Partie im Kopf. Und das ist eine Partie jetzt von der rumänischen Liga und ich hätte Schwarz und spielte gegen eine Spielerin mit 2150. Und wie gesagt, wenn ich auf Gewinn spielen möchte, dann ist für mich diese G6-Variante unglaublich praktisch. Meine Gegnerin hier spielte Läufer E3. Läufer E3 ist jetzt nicht der optimale Zug. Ich würde euch das wie gesagt nicht empfehlen, aber ich zeige nur mal ganz kurz die Hauptvariante hier. Die Hauptvariante hier würde Springer F6 sein.
Springer F3, Läufer G7 und Springer A3. Jetzt ist, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie auf das Warum oder Weshalb eingehen. Ich zeige euch nur ganz kurz die beste Variante für Weiß im Vorteilssinne. Das ist hier C schlägt D4, Läufer E4 Schach, Läufer C4, Dame E4 Schach und der Zug Läufer E3. Das ist Hauptvariante. Jetzt ist D schlägt E3 nicht möglich. Nur mal kurz, weil jetzt nach Läufer schlägt F7 ich ein sehr großes Problem habe. König F7 scheitert an Springer G5 Schach und König F8 löst das Problem nicht nach Dame D8 Schach. Und das heißt, nach Läufer E3 ist hier der Hauptzug Springer H6. Jetzt gibt es einmal Springer B5 und einmal CD4, aber das ist Zugumstellung. CD4, Roch Rade. Hier gibt es wieder Springer B5, aber Hauptzug ist Roch Rade. Und hier gibt es einmal Springer F5 und einmal Läufer G4. Aber nach genauem Spiel von Weiß hat Weiß ein kleines bisschen Vorteil. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine komplett unklare Stellung. Und wenn man auf Sieg spielen möchte, ist das eine Variante, weil die Alapin-Variante zeichnet sich oftmals dadurch aus als Weißer, dass es für Schwarz unglaublich schwierig ist, irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, auf Gewinn zu spielen. Übrigens, nach Läufer C4 ist meines Erachtens auch Dame D8 interessant. Der wird laut Theorie nicht angegeben als guter Zug wegen Dame B3 und E6, gefolgt, glaube ich, von Läufer G5. Springer, würde ich jetzt denken, geht nach F6 und lange Rochade. Aber auch diese Stellung ist, wie gesagt, komplett unklar. Laut Theorie gilt sie als eher schlecht für Schwarz. Aber ich habe auch eine Partie mit Dame D8 gespielt und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Stellung für Schwarz schlecht ist. Es ist angenehmer für Weiß, aber auch hier hat Schwarz unglaublich gute Möglichkeiten, auf Sieg zu spielen, weil es eben keine remisischen Strukturen gibt und weil es eine volle Stellung ist. Aber gut, meine Gegnerin hat hier Läufer E3 gespielt und ich habe mich dann nach der Partie geärgert. Ich hatte mir Läufer E3 überhaupt nicht angeguckt. Okay, ich habe den Zug nicht für voll genommen, weil ich dachte, okay, es ist jetzt nicht der Hauptzug. Ich habe ja genommen auf D4, weil ich D schlägt C5, das Endspiel wollte ich nicht zulassen. Und hier denke ich, hat meine Gegnerin eigentlich im höheren Sinne einen Fehler gemacht. Sie hat auf D4 genommen. Moment, es klingelt. Ein Moment. Okay, es kam Dame schlägt D4 und Dame schlägt D4 ist eigentlich hier nicht der ideale Zug, weil wenn man sich jetzt vor allem vom Logischen sich das betrachtet, ja, es hat geklingelt. Nach Dame schlägt D4 ist das Problem, dass nach Dame schlägt D4, Läufer D4, wir in ein Endspiel kommen, wo wir als Schwarz 4 gegen 3 haben und damit ist es rein schon von der praktischen Sichtweise her eher ein Endspiel, was Weiß Probleme machen würde. Ich zeige euch auch anhand der Partie sieht man auch, dass Dame schlägt D4 nicht der optimale Zug ist. Ich denke, sie hätte hier mit C schlägt D4 spielen müssen, mit dem Isolani. Okay, du entwickelst dich dann auf beiden Seiten und das ist eine unklare Partie. Aber nach Dame schlägt D4 gibt die Weiße jegliche Hoffnung auf Vorteil komplett auf. So, nach Dame schlägt D4, in der Partie habe ich gespielt Springer F6. Der ist logisch, weil nach Dame D4, Läufer D4 habe ich nichts gekonnt, außer praktisch ein Tempo zu verlieren. Mit Springer F6 entwickle ich mich sofort. Sie spielte Dame schlägt D5, Springer D5, Läufer D4 und okay, der Turm auf H8 hängt. Ich habe zwei Möglichkeiten, F6 oder Turm G8, wobei natürlich F6 wesentlich logischer ist, weil A, ich drohe E5 und damit natürlich hat sie das Problem, dass der Läufer auf D4 keine richtigen Felder hat und das Läuferpaar abzugeben ist sehr ungünstig und B, natürlich habe ich nach F6 immer noch die Möglichkeit, kurz zu rochieren. Was eventuell wichtig ist, eventuell nicht, das ist unklar, aber das gibt mir mehrere Optionen.
Meine Gegnerin spielte Läufer C4 logischerweise. Und ich entschied mich hier mit Läufer E6 erstmal mich zu entwickeln. Natürlich, mit Läufer E6 habe ich nicht die Möglichkeit mehr E5 zu spielen, aber ich dachte mir, dass ich vielleicht später sowieso Läufer F7 oder Läufer G8 spielen kann mit der Idee E5. Und damit natürlich ist der Entwicklungszug überhaupt nicht verkehrt. Und natürlich gibt es manchmal so taktische Motive, weil der Läufer auf C4 ist ungedeckt. Eventuell gibt es mal irgendwelche Scheinopfer mit Springer schlägt C3. Solche Motive können es natürlich geben. Meine Gegnerin spielte hier Springer A3. Der war für mich überraschend. Ich hätte versucht, an ihrer Stelle sofort mit Springer F3, zum Beispiel Springer C6 und kurz zur Rochade, sofort irgendwie Druck zu machen, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel wegnehme auf D4, Springer schlägt D4 und Läufer, sagen wir mal, Läufer F7 spiele oder Läufer G8, dann ist eventuell Läufer B5 Schach unangenehm oder aber auch so ein Zug wie Turm E1 könnte unangenehm sein. Und das wiederum hieß für mich, dass ich auf D4 hier nicht schlagen würde, sondern eventuell mit langer Rochade mich entwickeln würde. Das hätte ich aber besser gefunden, als was sie in der Partie gemacht hat. Sie hat Springer A3 gespielt. Sie dachte eventuell, dass sie mit Springer B5 irgendwas ausrichten kann. Es kam Springer C6. Aber hier Springer B5 ist eigentlich ein schlechter Zug, weil nach Springer B5 kann ich einfach Turm C8 spielen. Und nach Turm C8 hängt der A7 nicht mehr, weil der Läufer auf C4 hängt. Das heißt, Springer A7 funktioniert nicht wegen Springer A7, dann hängt der C4. Und wenn sie Läufer schlägt D5 macht, zum Beispiel Läufer D5, und jetzt Springer A7 scheitert ebenfalls an Springer A7 und Läufer schlägt G2. Und was noch möglich ist, hier ist der Zug Läufer schlägt A7, funktioniert aber auch nicht wegen Springer schlägt A7. Zum Beispiel, wenn man jetzt super clever ist, kann man Läufer D5, Läufer D5 und Springer schlägt A7 machen. Jetzt hängt der Turm auf C8 und wenn ich auf G2 nehme, nimmt sie vielleicht auf C8. Aber hier denke ich, gewinne ich einfach mit Turm C5, weil ich drohe immer noch auf G2 zu schlagen. Und natürlich der Springer auf A7, wie man sieht, hat keine Felder und ich werde einfach bequem Turm A5 spielen und nach Springer C8, Turm A6 und dann den Springer über König D8 oder König D7 abholen. Das ist der Grund, warum Springer B5 einfach ein unnützer Zug ist. Deswegen spielte meine Gegnerin hier Springer E2 und ich entschied mich nicht auf D4 zu schlagen und ihr das Tempo zu geben, sondern erstmal mich zu entwickeln mit langer Rochade. Der König steht auf dem Damenflügel auf B4. Ich sehe jetzt gerade im Chat, dass ich lecke. Also wir sind nochmal bei der Variante mit Springer C6, Springer B5, Turm C8. Und hier hatte ich gesagt, dass nach Läufer schlägt A7, Springer A7, Läufer D5, Läufer D5, Springer A7, gleich Turm A8, geht gerade noch so Springer B5 und es droht auf C7. Und wenn ich auf G2 nehme, geht noch Springer C7 Schach. Nach Turm C5. Aber wann kann ich. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Moment. Läufer A7 nochmal. Läufer A7, Springer A7, Läufer D5, Läufer D5, Springer schlägt A7, Turm C5. Okay, wenn B4 kommt, mache ich Turm schlägt C3. Das ist auch klar besser für mich. Weil hier, okay, ich habe den Bauern zurück, ich habe das Läuferpaar und du hast zwei Springer, ich mache E5 und du bist einfach mit deinem schlechten König und mit meinen Läufern komplett machtlos. Das gewinnt einfach. Das habe ich aber auch berechnet. Also Springer B5 ist keine Gefahr. Sie hat in der Partie Springer E2 gemacht und ich lange Rochade. Jetzt bringt der Zug Springer B5 auch nichts. Ich denke, am einfachsten ist König B8 mit der Idee A6. Yes, most Germans actually know English, but this is a German channel and I'm supposed to speak in German. And that's why I cannot change the language here to English because
It is my job to host the German channel. I'm sure that there are people for the English channels, but I'm supposed to speak in German, and that's why I'm forced to speak in German, and that's why it's a German channel, and I have no choice. I was told to do the streams in German language. So, und hier nach König B8 tot einfach A6, das heißt Springer B5 an der Stelle ist auch sinnlos. Meine Gegnerin hier spielte Rochade. Und jetzt ist die Frage an euch, was wolltet ihr hier spielen? Hier gibt es einen Zug. Ich war stolz auf diesen Zug, ich gebe es zu. Ich will es aber mich nicht selber loben. Aber dieser Zug ist extrem unangenehm für sie und dieser Zug gibt auch den Schwarzen klaren Vorteil. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr den Zug finden würdet in der Partie. Und ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit und überlegt jetzt mal, welchen Zug würdet ihr hier mit Schwarz spielen. Und warum? Genau, Läufer G8, super stark, ja. Läufer G8 ist ein unheimlich starker Zug, weil, gut, Läufer F7 sieht natürlicher aus, aber Läufer G8 ist so stark, weil A, ich drohe Springer schlägt C3, genau, weil nach Läufer G8 Springer schlägt E2 droht. Ah, nee, ich drohe noch nicht Springer C3. Ich drohe E5, der Läufer zieht, Läufer schlägt A3, BA3 und dann eventuell Springer C3. Aber ich drohe E5 und E5 ist unglaublich unangenehm. Ich denke, meine Gegnerin hat hier komplett einen Zug gemacht, der sofort meines Erachtens verliert. Nee, Springer schlägt C3 geht nicht sofort, das ist richtig, weil der Läufer auf C4 noch gedeckt ist. Ich denke, sie muss E4 spielen, sie hat gar keine Wahl. Sie muss E4 spielen, das ist die einzige Möglichkeit, F4 spielen, das ist die einzige Möglichkeit noch hier, die Stellung nicht sofort beenden lässt. Und nach F4 hatte ich zwei Möglichkeiten gesehen. Ich hatte einmal E5 berechnet, zum Beispiel FE5, Läufer F2 und hier natürlich Läufer schlägt A3. Und wenn jetzt zum Beispiel BA3 kommt, eventuell Springer schlägt C3. Deswegen nach Läufer A3 ist noch Läufer D5 interessant. Zum Beispiel Läufer D5, BA3 und Läufer C4 gefolgt von Turm D2 ist auf jeden Fall Vorteil für Schwarz. Ob ich das gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber es war eine Option. Weil ich kann nach Läufer F2 auch bestimmt andere Züge in Erwägung ziehen. Ich habe es zwar nicht überlegt in der Partie, welches hätte ich mir überlegt, hätte sie F4 gespielt. F8 hängt. Wann hängt der F8? Hier, Läufer schlägt D5, kommt einfach Läufer D5. Da hängt kein F8. Ich nehme mich mit dem Turm. Das heißt also, der F8 hängt nie, weil ich immer mit dem Läufer auf D5 nehmen kann. Also nach Läufer F2, wie gesagt, Läufer schlägt A3 ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber hier Ast wegzunehmen auf D4, Springer D4 und jetzt E5 zu spielen. Ist vielleicht im Gewinnsinne etwas stärker, weil ich das Läuferpaar behalte. Zum Beispiel nehmen und hier Springer F3. Das dachte ich mir, ist die einzige Möglichkeit noch, die mehr oder weniger den Weißen retten könnte. Es ist nicht sofort verloren, aber es ist immer, natürlich ist es klar besser für mich, aber wie gesagt, Weiß verliert nicht sofort. Springer E3 geht noch, Läufer schlägt G8, weil also Springer E3 gewinnt hier nicht, weil ich hier wegschlagen kann und also auf G8 schlagen kann und nach Springer schlägt F1 kommt Läufer E6 Zwischenschach und dann habe ich ein Problem. Deshalb, wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Hier gibt es verschiedene Züge. Eventuell kann man auf A3 nehmen oder einfach, wenn man lustig ist, sich ganz normal entwickeln mittels Läufer C5 und E4 oder einfach Läufer G7. Wie gesagt, ich wusste nicht, was ich nach F4 machen würde. Ich habe mir das nicht überlegt. Ich habe aber gemerkt, dass wenn sie etwas machen kann oder sollte, ist es hier der Zug F4. Meine Gegnerin machte im höheren Sinne mit Läufer B5 den Verlustzug und jetzt ist es die Frage, findet Vorteil für Schwarz?
Ich will nicht Zug, ich möchte eine Variante, bitte. Ein Zug ist gut, aber ich möchte dann bitte eine Variante haben, warum dieser Zug ist. So ein Zug alleine, man kann jedem sagen, ein Zug, aber ich möchte gerne dazu eine Variante haben, warum. Was würdet ihr hier machen? Es gab schon einen Vorschlag von E5. Der Vorschlag alleine, der reicht mir nicht aus. Ich möchte eine Begründung haben, warum zum Beispiel der Zug E5 hier ein starker Zug ist. Aber ich gebe euch etwas Zeit, hier zu überlegen. Weil nach E5 müsstet ihr berechnen, Läufer schlägt C6, BC6 und Läufer schlägt A7. Richtig? Und dann müsstet ihr überlegen, ihr habt gerade einen Bauer verloren. Ist das gut oder ist das schlecht? Mann, Springer schlägt C3. Springer schlägt C3 geht nicht sofort. Nach Läufer schlägt A7. Wenn ich Läufer schlägt A3, dann mache BA3, Springer C3, Springer C3. Aber wie gesagt, ich gebe euch einen Tipp. E5 ist richtig. Der kam auch in der Partie. Läufer C6, BC6, Läufer schlägt A7, kam auch in der Partie. Aber hier ist ein Zug extrem wichtig. Ja, genau, König B7 beendet im höheren Sinne die Partie. Einzige Verteidigung hier übrigens nach König B7, stärkster Zug ist Turm D1, um nach König schlägt A7, C4 noch zu spielen. Das ist aber auch technisch schon gewonnen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, nicht sofort zu verlieren. Das hat sie aber nicht gemacht. Hier C4 übrigens verliert eine Figur nach Springer F4. Jetzt hängt der E2 und der A7. Einziger Zug ist Springer F4. Und nach EF4 sieht man, der Läufer auf A7 hat keine Felder. Der ist auch weg. Das heißt, der Zug C4 funktioniert ebenfalls nicht. Ja, Läufer E3 kam in der Partie, aber Läufer E3 verliert technisch einfach wegen Springer E3, F3 und Turm D2. Und die weiße Stellung kollabiert. Weil nach Turm schlägt B2 droht immer, dass der A3 ist sozusagen komplett K.O. Turm schlägt F6 funktioniert nicht wegen Läufer E7. Turm F2. Und Turm schlägt B2 und du hast keinen besseren Zug außer Springer B1. Und ich glaube, spätestens nach Läufer C5 reichst du mir die Hand rüber, weil du nichts mehr hast, um alles zu decken. Das ist einfach komplett K.O. Das heißt, Turm schlägt F6 funktioniert nicht. Der einzige Zug in der Stellung, der kam auch, war Springer G3. Da kam in der Partie und es wurde einfach auf B2 genommen und jetzt einziger Zug ist Turm B1, weil wenn ich jetzt auf A3 nehme, kommt Turm B2, Läufer B2 und Turm B1 und das wollte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich auf B1 geschlagen. Turm B1 kam in der Partie, aber auch wenn Springer B1 kommt, nehme ich sowieso auf A2 weg. Ich gewinne den Bauern. König C7, Springer C2, weil der Springer auf A3 hängt und Läufer schlägt A2. Es kam noch Turm B2 und Läufer C4. Und wenn man sich die Stellung jetzt anguckt, ich habe einen Bauer mehr, ich habe das Zentrum, ich habe das Läuferpaar und wie gesagt, die Partie dauerte noch einige Züge. In der Partie kam Springer E4, Läufer E7, Springer D2 greift den Läufer an, Läufer E6. Sie spielte Springer B4, droht auf A6 ein Schach, also Turm A8. Es folgt in der Partie König F2. Und hier natürlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Partie zu gewinnen. Ich hatte mich entschieden, erstmal meine Gegnerin ein bisschen vor Fragen zu stellen. Ich habe Turm A3 gemacht, wollte wissen, was sie mit dem Bauern auf C3 anstellt. Es kam Springer B1. Und hier, glaube ich, spielte ich Turm A4. Das muss ich aber kurz nachdenken, weil das war nicht so
klar, ob ich Turm A4 machte, aber ich denke, ich habe Turm A4 gemacht. Ja, es kam Turm A4. Sie spielte Springer D2 zurück und hier spielte ich F5. Die Idee von F5 ist eventuell einfach E4 zu spielen, gefolgt von Läufer F6. Hier gibt es Turm B3 geht nicht, weil Turm B3 geht schon, aber man sollte überlegen, wenn ich Turm B3 mache und den Turm abtausche, gibt es manchmal, wirklich manchmal solche Stellungen, wo die Springer eine Festung aufstellen. Und diese Festung kann man dann nicht durchbrechen. Und dieses Risiko zu vermeiden, habe ich beschlossen, die Türme drauf zu lassen, weil damit habe ich kein Risiko. Ich weiß immer, dass die Stellung gewonnen ist. Wenn ich die Türme tausche, mache ich es mein Gegner. Der Turm ist außerdem aktiv, ja. Aber sobald ich die Türme tausche, mache ich es mein Gegner mit der Verteidigung wesentlich leichter. Deswegen Turm A4, Springer D2 und F5. Ich drohe E4. Deswegen spielte meine Gegnerin selber E4. Jetzt natürlich, spannende Sache ist hier, F schlägt E4 mit der Hoffnung, dass nach Springer schlägt E4, C5 ich eine Figur gewinne. Habe ich gesehen. Aber mir gefiel nach F schlägt E4 der Zug Springer C2 nicht. Und eventuell kommt nach Springer C2 Springer E3 und sie blockiert den Bauern und hat zumindest mit ihren Springern einige wichtige Felder. Aus diesem Grund wollte ich nach E4 nicht auf E4 nehmen. Und ich spielte nach E4 den Zug. Jetzt muss ich kurz gucken, weil ich bin mir auch nicht so sicher. Ich spielte wieder Turm A3. Springer B1 und diesmal Turm A5. Die Idee von Turm A5 jetzt ist mit Turm B5 verbunden und eventuell C5. Sie spielte Springer D2. Ich gab ein Schach auf C5 und jetzt machte meine Gegnerin, wie gesagt, den entscheidenden Fehler, König F3. Etwas stärker wäre König E2 gewesen, aber König F3 habe ich gesehen, ist jetzt das Problem, wenn ich jetzt Turm A3 mache, das kam in der Partie. Springer B1 habe ich inzwischen Zugläufer schlägt B4 und der entscheidet sofort die Partie. Weil Springer A3 funktioniert nicht wegen Läufer A3, dann habe ich zwei Läufer gegen den Turm. C schlägt B4 ist nicht mehr möglich, das heißt, sie muss Turm B4 machen und jetzt nach Turm A2 hat der Springer auf B1 keine Felder und der Bauer auf G2 ist unglaublich schwach. Ich drohe eventuell Fe4, gefolgt von Turm G2 und Turm H2. Sie hat noch genommen auf C4, auf F5, genommen auf F5 und hier C4 gespielt. Ich spielte hier Turm C2. Es folgte C5 und nach Läufer D5 Schach, König E3, F4 Schach, König D3. Und Turm schlägt G2, hat dann meine Gegnerin auch genug gehabt und hat die Stellung aufgegeben. Wie gesagt, die Partie war nicht längst so spektakulär wie meine Partie wie die Partie von Aljechin gegen Yates, aber sie war zumindest insofern interessant, wie man ausnutzen kann, wenn der Gegner eine Eröffnung nicht genau spielt. Und wie gesagt, in der Alapin-Variante, die Variante mit G6 ist unglaublich spannend und ich kann sie auf jeden Fall gegen schwächere Gegner empfehlen, weil wenn man einen falschen Zug macht, wie gesagt, hat man mit Schwarz schon relativ frühzeitig die Möglichkeiten auf Vorteil zu spielen. Und der Zug mit Dame schlägt D4 zum Beispiel ist praktisch gesehen immer noch ausgeglichen, die Stellung, aber macht es für den Schwarzen viel leichter, weil ich hatte den Plan gehabt mit E5, mit Springer C6, der Läufer auf D4 war von Anfang an sozusagen klar, dass sie irgendwann das Läuferpaar abgeben muss. Und damit hatte ich es relativ leicht gehabt, systematisch meine Stellung zu verstärken, wogegen meine Gegnerin es wesentlich schwieriger hatte, die Stellung zu verteidigen. Und deswegen war der Sieg auch im Endeffekt so leicht gewesen. Und deswegen, wie gesagt, mein Rat in die Alapin-Variante, diese Variante mit G6, ist einer meiner Lieblingsvarianten. Weiß muss die ganze Theorie bringen, um eine Stellung zu bekommen mit etwas Vorteil, aber selbst das ist spielbar. Aber wenn, wie gesagt, der Weiße falsch spielt, hat man mit Schwarz unglaublich schnell die Möglichkeit, auf Vorteil zu spielen, wie in dieser Partie. So, und ich sehe jetzt auch gerade auf der Uhr, es ist 7:05, meine Stunde ist rum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich den nächsten Stream mache. Ich muss das mit dem Team von chess.com erst besprechen. Ich vermute am 1. Dezember, das ist ein Freitag, aber wie gesagt,
Oder nee, es ist ein Freitag, aber ich bin wie gesagt noch nicht sicher. Ah, noch ein paar Trainingstipps. Er müsste ich jetzt wissen, welche Spielstärke man hat. Also es gibt erstmal zwei grundlegende Sachen. Wenn man mit Schach gerade begonnen hat, ist am Anfang die Taktik sehr wichtig. Also zu sehen, wenn etwas hängt, wenn etwas bedroht ist, Doppeldrohung, verschiedene Motive zu lernen. Dazu kann ich euch erstmal empfehlen, es gibt eine Application für Smartphone oder iPads und solche Sachen. Die ist von Chess Evolution, die nennt sich Puzzle Hero. Und das ist von Stufe 1 bis Stufe 17. Gut, selbst mit Elo-Zeit 1900 ist das gut, weil man dann eben, wie gesagt, irgendwann sein Level finden wird und dann mit dem Level sozusagen weiß, in welchem Level man sozusagen sich in der Taktik wohlfühlt. Das ist eine Möglichkeit, aber ansonsten mit 1900 sind natürlich sämtliche Bücher von Toretzky und Yusupov über Schachstrategie oder auch, glaube ich, das Buch von Valerie Byrne über die Geheimnisse der Schachstrategie. Die sind sehr lehrreich, weil sie sehr viele Sachen einfach erklären, Prinzip der zwei Schwächen oder eben Ausnutzung von starken und schwachen Feldern. Da sind viele Sachen dabei. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Materialien, auch auf Chessbase, weiß ich, sind die Sachen zum Beispiel von Adrian Michalschichin zur Schachstrategie sehr gute Beispiele, um sich zu verbessern. Weil wenn man 1900 hat, ist es oft so, man hat ein gewisses Level von Taktik, ein gewisses Level von Strategie. Valerie Byrne, das glaube ich, das Geheimnisse der Schachstrategie heißt das Buch von Valerie Byrne. Es war einer meiner Lieblingsbücher gewesen und es war sehr nützlich, weil es verschiedene Themen beinhaltete, die ich unglaublich lehrreich fand. Ich glaube, das Buch von Valerie Byrne, ich denke, es ist auf Deutsch erhältlich, ich bin aber nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, unabhängig vom Buch von Valerie Byrne sind natürlich die Bücher von Toretzky und Yusupov empfehlenswert oder auch DVDs auf chessbase.com oder in dem Schachshop von Chessbase gibt es verschiedene DVDs von Mittelspielen und ich glaube, Adrian Michalschichin hat da einige sehr gute DVDs gemacht. This is German language and this is a German stream. That's why everything here is in German and supposed to be in German. So, und okay. Fürs nächste Mal, ich bin wie gesagt, ich glaube, ich bin ab 1. Dezember wieder online, eventuell mit Blitz, denke ich, weil ich mache immer einmal Blitz und einmal Thematik und wechsle das ab. Aber ich bin natürlich auch bereit, ein Thema zu machen, wenn ihr mir sagt, was ihr gerne als Thema haben würdet wollen, weil wie gesagt, ich hatte sehr viele Jahre auch Trainingserfahrung gehabt und habe kein Problem damit, irgendwelche Strategiethemen mit euch zu besprechen. Das ist gar kein Thema. Ansonsten ja, dann würde ich für jetzt Schluss machen. Ich muss morgen früh wieder aufstehen. Ich muss nach Bukarest zurückfliegen. Und ich wünsche euch allen, wie gesagt, einen sehr schönen Abend. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wieder online treffe. Und ja, ansonsten, ich vermute, ich bin am 1. Dezember zurück. Aber ich glaube, das wird auch irgendwo auf chess.com dann auch angezeigt, wann wer online ist, mit welchen Streams. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal hoffe ich und vielen Dank für euer Feedback. Für mich ist es viel angenehmer, wenn ich von euch auch Zugvorschläge höre, weil dann kann ich darauf eingehen. Ich weiß, ich hatte heute einen Leck, aber okay, ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal das auch wieder geklärt ist. Ja, das war's von meiner Seite. Euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!